Normalerweise, wenn jemand sagt, es liegt nicht an dir, es liegt an mir, dann macht er Schluss mit einem. Falls ich das hier tatsächlich absende, löschen Sie es bitte beim Lesen. Keine Zeit zum Tippen, sofort herkomme ich. Hallo Kleine, wir müssen über die kroganische Kolonie reden. Da ist was im Busch. Ich bin in der Küche, Drake. Ja, okay. Hey, Phoebe. Vergessen Sie nicht, was Sie sagen wollten. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich bin gleich wieder da. Hallo. Keine Sorge, ich überfalle Sie nicht mit irgendwas Blödem. Obwohl, vielleicht finden Sie es ja doch blöd. Aber egal. Also, Sie und Ihr Team sind wie Pilze. Wissen Sie das? Sie sehen komisch aus, riechen komisch und wachsen an den merkwürdigsten Orten. Und irgendwie haben Sie Ihre Wurzeln in mein... Boah, das klingt so kitschig. Herz geschlagen. Ich nehme das hier auf, damit Sie es mir, wenn ich unruhig werde, und das werde ich, vorspielen können, wie ein ganz ruhig PB-Joker. Also, wenn Sie irgendwas für die Nachwelt festhalten wollen, sagen Sie es nach dem Piep. Oh, und kommen Sie dann in den Meetingraum, okay? Wie Pilze. Wie Pilze. Diese Pilzgeschichte beruht auf Gegenseitigkeit, PB. Also, ja, Sie haben recht. Trifft es ziemlich gut. Also, der Grund, warum ich Sie alle sprechen wollte. Oh, haben Sie gemeutert und Ryder über Bord geworfen? Ah, Pech gehabt. Sie ist gerade aufgetaucht. Mir geht's gut. Sie hat mich tatsächlich überfallen, aber ich habe überlebt. Kein Opfer, kein Verbrechen, richtig? Was ich sagen wollte, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber seit ich hier bin, stehe ich ständig vor dem Absprung. Und naja, damit ist es jetzt vorbei. Ich bin stolz und froh, Teil dieses Teams zu sein, dieser Familie. Und das war's auch schon. Okay. Das hat ja ganz schön gedauert, Kleine. Ja, Sie sind eine von uns, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Toll. Also bei mir herrscht das totale Chaos. Wer hilft mir beim Aufräumen? Ich glaube, ich habe den Herd angelassen. Ich mache gerade Eis. Bei den Angara ist heute Feiertag. Ich habe noch jede Menge Berichte zu schreiben. Ich helfe Liam mit dem Eis. Aber... Das war schön. Gibt's irgendwie ein Videocom? Momentan keine Videocoms. Das ist schön. Dann gibt es auch keine Beschwerden. Alles klar. Dann gehen wir mal runter in die Küche. Würde ich fast sagen. Das klingt nach einem Plan. Das war jetzt der angenehme Teil. Jetzt kommt wahrscheinlich der unangenehme Teil. Der Jute Drake will ja was von uns. Sie wollten mich sprechen? Ryder, ich bräuchte da mal Ihre Hilfe. Was ist los? Okay, raus damit. Ich sehe doch, dass Sie irgendetwas beschäftigt. Hark, einer unserer Botaniker hat sich in Panik gemeldet. Ein Transporter der Kolonie wurde gestohlen. Und? Können Sie sich nicht einfach einen neuen besorgen? Es geht nicht um den Transporter, sondern darum, was sich an Bord befindet. Unser Saatentresor, er ist unersetzlich. Ohne diesen Tresor wird es kompliziert. Kroganische Kinder brauchen die Nährstoffe in diesen Pflanzen, um zu überleben. Schlüpft nur ein Gelege, bevor wir das Zeug synthetisieren konnten, wären die Folgen unumkehrbar. Und was kann ich für Sie tun? Ich werde diese Diebe finden und den Tresor zurückholen. Helfen Sie mir? Wie konnten Sie den Transporter stehlen? Sind die Transporter nicht durch Zugriffscodes geschützt? Kann man einem Kroganer überhaupt etwas stehlen? Hark hat das gecheckt. Wie es aussieht, wurden ein paar alte Codes nicht gelöscht. Er hat in dem Transporter gearbeitet und ist nur kurz rausgegangen. Die Diebe sind einfach rein und damit weggeflogen. Ich habe so eine Ahnung, wer der Dieb ist, liebe Freunde. Wir holen den Transporter zurück. Alles klar. Ich bin dabei. Ich wusste, ich kann auf Sie zählen. Hark wartet bei der Kolonie auf Elan, auf uns. Er verfolgt den Sender des Transporters und wird bis zu unserer Ankunft die Koordinaten ermittelt haben.
Gut, keine Sorge. Wir finden den Transporter. Ich nehme Sie beim Wort, Ryder. Hey. Danke. Ich schulde Ihnen was. Sie schulden mir gar nichts. Seien Sie nicht albern. Dafür sind Freunde doch da. Haha! 73 Andromeda-Lebensfähigkeitspunkte. Ein Kryokapselpunkt. Mein Haustier. Hallöchen. Kleiner Hamster. Oder was auch immer du bist. Stimmt, wo ist jetzt? Da ist es. Schubidubidu, schubidubidu. Wir müssen schnell den Transporter befreien. Befreien wir den Transporter. Dafür müssen wir nach Elan. Da können wir uns sowieso gleich umziehen, denn wir haben ja eine neue Brustrüstung gebaut. Zack. Das ist irgendwie ein Fluch. Kann das sein? Wir müssen jetzt schon wieder nach Elan. Irgendwie führt uns immer alles auf die Wüstenplaneten. Oder auf diesen Söldnerplaneten. Kedera. Aber nie kommst du mal hin zum Eisplaneten zurück oder so. Nur gefühlt einmal, wo die Forscherin da abgehauen ist. Ryder, wir empfangen eine Menge Kettgeschwätz. Wir bleiben getarnt, Kello. Noch wollen wir keinen Kampf. Oh, oh, oh. Entschuldigung. Entschuldigung, ich bin falsch abgebogen. Oh. Upsi. Tschüss. Falsch abgebogen. Erst will ich Drake fertig machen. Dann haben wir die komplette Crew komplett auf unserer Seite. Und dann, erst dann legen wir wirklich los. Narkmodrag. Wir sind auf Kurs. Njong. Hier komme ich. Und hallo Eladin. Ich denke immer, der große Planet ist Eladin, aber das ist er ja nicht. Landezone. Nein! Ich habe mich verklickt. Entschuldigung. Da hab ich mich aus Versehen verklickt. Verklickert. Reliktpanzerung Stufe 6. Hallo? Jetzt sag mir nicht, ich habe das plus 6 gebaut. Habe ich das plus 6? Nein, 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 nein. Panzerung? Ich habe das plus 6. Ich habe das plus 4 gebaut. Nee. Hä? Habe ich jetzt doch aus Versehen Initiative-Rüstung gebaut? Natürlich. Och Mann, ey. Dann schauen wir mal. Ist ja kein Beinbruch, dann guck ich später danach. Hallo Wüste. Hallo. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ja, du, ne? Wie Sie sehen, sehen Sie nicht viel. Boah.
Ich möchte mich entschuldigen, Vetra. Jetzt? Ja. Wissen Sie, ich hatte eine ältere Schwester. 500 Jahre älter. Anderer Ausgang. Als ich mir gerade meiner selbst bewusst wurde, war sie bereits Matriarchin. Mit anderen Worten, ich hatte zwei Mütter. Und sie haben sich zusammengetan, um mich richtig zu erziehen. Also, Sid und ich hatten keine Eltern. Und jemand musste die Verantwortung übernehmen. Das ist mir klar geworden. Deshalb habe ich mich auch entschuldigt. Das bezweifle ich. Vergessen Sie, dass ich was gesagt habe. Hallöchen! Na toll. Komm ich hier? Verdammt. Ah, hätte ja sein können, dass es klappt. Ich wollte es testen. Ich geb's ja zu. Upsa. Dann sind wir jetzt hier unten. Noch weiter runter. Da. So viele Blumen, Pflanzen zu sehen. Hark. Greg hat mir gesagt, dass sie kommen. Ich habe den gestohlenen Transporter zu einem von Eladens Monden verfolgt. Sie werden ihr Schiff nehmen müssen. Keines von unseren hat ein Tarnsystem. Was genau ist passiert? Wie konnten Sie den Transporter stehlen? Ich hatte das Sicherheitssystem abgeschaltet, während ich eine neue Probe transferierte. Naja, Sie sind von der anderen Seite reingeschlichen. Mordor denkt, Warren würde mit dem Transporter Proben sammeln. Ich habe Sie in den Glauben gelassen. Falls Sie je die Wahrheit erfährt. Ich weiß. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Wir sind bereit. Gehen wir. Meine Koordinaten müssten Sie nah genug ranbringen, damit Sie sich reinschleichen können. Was erwartet uns? Eine Gruppe von Nexus-Exilanten. Sie verstecken sich da oben in einem alten Komplex. Nexus-Exilanten? Das wird Drake gefallen. Da ist doch mit Sicherheit auch Spender dabei. So. Das kann doch gar nicht sein. Dass ich so blöd bin und das gemacht habe. Ich würde es mir schon zutrauen, so ist es nicht. Ja, komm, das schaffen wir. Und wieder sehen wir diese Viecher, Termiten, keine Ahnung, was das sind. Sorgen wir dafür, dass unser Besuch so lange wie möglich eine Überraschung bleibt. Bis wir sie alle erschießen, richtig? Ja, Drake. Bis wir sie alle erschießen. Diese ganz ruhige und sanfte Stimme dabei, ne? Was für eine Müllhalde. Tja, so sehen Piratenverstecke nun mal aus. Blödsinn, sie kennen einfach nur die falschen Piraten. Die haben nicht mal Wachen an der Hintertür. Die meisten würden sich freuen. Ein bisschen schwieriger können sie es auch schon machen. Wir sind immerhin extra hier rausgekommen, um ihnen in den Arsch zu treten. Da drüben, ist das der Transporter der Kolonie? Ja, ich hoffe nur, der Saatentresor ist noch an Bord. Und falls nicht? Dann nehme ich hier alles und jeden auseinander, bis wir ihn gefunden haben. Guter Plan. Jetzt stellt sich mir die Frage, wenn man hier sowas hat, ein angenehmes Klima, ja? Eine schöne Schlucht, hier könnte man super rein, die haben sich ja schon in Felsen gebaut. Warum sucht man sich einen Planeten aus, wo die ganze Zeit über 50 Grad herrscht? Egal in welcher Galaxie man gerade ist. Ich verstehe es nicht. Huh!
Munition wert. Ihr hättet die Finger von unserem Transporter lassen sollen. Also irgendwie sind die wirklich einfach. Tja, niemand legt sich mit meinem Kopfgeldjäger an. Das möchte ich hier nur mal ganz klar gesagt haben. Kopfgeldjäger 5000, pardon. Was haben wir denn hier? Datenpad. Aktueller Sicherheitsstatus. Mittel ausgegeben von Abel Bryant, Mondhofaufseher. Marlow und Einsatzteam waren erfolgreich. Haben großen Transporter von der kroganischen Kolonie auf Eladen gestohlen. Riesenteil. Genau wie der Boss gesagt hat. Mit Waffen und Saatgut derzeit angedockt in Mondhof B. Der Boss ist vor Ort und prüft, was davon zu gebrauchen ist. Solange der Transporter dort liegt, bleibt der Sicherheitsstatus auf Mittel. Die Kroganer wollen ihn vielleicht zurück. Ganz ruhig, Drake. Du brauchst ja nicht rumschreien. Wir müssen ja nicht immer alles mit Gewalt lösen. Gewalt ist keine Lösung. Sam, kriegst du das Kommsignal sauberer rein? Ich versuche es. Aaron, wir haben ein Problem. Jetzt geht es. Haltet sie auf! Hat er Aaron gesagt? Ja, ob Spender auch dabei ist? Das würde erklären, wie sie an die Codes gekommen sind. Aaron, wir zwei werden uns gleich mal unterhalten. Du und ich. Da ist offenbar jemand nachtragend. Na, dem werde ich zeigen, was nachtragend bedeutet. Auf Kroganisch. Er liebt es rumzubrüllen. Ich finde das ein echt gutes Team. Irgendwie freuen sie sich ein bisschen zu sehr darüber, beschossen zu werden. Oh, das hat gezwiebelt, war mein Freund. Kombinationsmeister. Ach, da ist ja auch noch einer. Die geben auf jeden Fall gute EP. Ist dann noch mehr oben. Ja. Wohl nicht. Oh, es ist so angenehm, nicht auf Munition zu achten. Ich liebe diese Fähigkeit, ne? Die habe ich schon. Die feiere ich in jedem Mass Effect Teil. Verbrennen. Die ist so OP, au. So, Rebellenpanzerung 6. Wäre mal schön, wenn man so eine. Ja, gut, hier gibt's nichts von Wert. Ei. Sagen Sie, ihr habt keine Ahnung, was euch bevorsteht. Also irgendwie werden die nicht besser. Das wird ja eher schlimmer. Was ist das?
Verschlossenes Tor. Unzureichende Energie. Alternativer Zugang erforderlich. Alles hey, nehmen. Frank, warum sind Sie nicht in der kroganischen Kolonie geblieben? Weil die Jungen ständig Kriegsgeschichten von mir hören wollten. Mordor hatte alles im Griff. Sie brauchte kein altes Eisen wie mich. Also bin ich aufgebrochen, um Cat zu jagen. So, geänderter Sicherheitsstatus hoch. Ausgegeben von Abel Bryant, Mondhofaufseher. Bericht über Eindringen in den Hof durch den südlichen Zugang. Mehrere Todesopfer. Blinder Passagier aus dem Transporter verschwunden. Erhöhe Sicherheitsstatus. Feuer frei!